Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute Defective. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, so, hä, Junge, das hatten wir doch schon mal. Ja, wir hatten bereits einen Song von Defective. Ich glaube, das war Infective. Das war der zweite Song. Das ist eine ganze EP hier. Die hat mir nämlich der gute Eve zukommen lassen. Das ist der Sänger. Und weil er das ganz cool fand, was ich gemacht habe, hat er gesagt, ob ich die ganze EP haben möchte. Und ja, wollte ich. Und habe gesagt, wenn ihr mir die zuschickt, stelle ich euch, mache ich die ganze EP komplett. Bei Death Metal, das Ganze ist noch unter Teufelzeugs Records erschienen. Ihr sitzt da unten. Also Grüße gehen raus auch an Manja und Marco. Und ja, ich würde sagen, wir hören da einfach rein. Er hat mir auch einen großen Text geschrieben, weil es ist ein Konzept hier. Und das hören wir uns jetzt einfach ganz chillig an und dann lese ich euch das Ganze vor. Achso, hier übrigens noch. Massenhaft Aufkleber haben wir hier. Ja, mit dem Albumlogo. Achso, na. Und die ganzen Unterschriften der Mitglieder. Sehr, sehr cool. Corporator, Harvester, Fisch, Gerald Bar, wa? Warte mal. Tobias Kretschmann, Gerald Bar, Florian Fischer und Eve Korpsrupter Metze, Gus Vocals und Schizophrenik, Even Daniele. Gut, ich würde sagen, wir fangen an und dann lese ich euch mal vor, was mir Eve da geschickt hat. Schön, wenn da so viel Konzept hinter ist. Also finden wir es gemeinsam heraus. Ich habe Bock, ihr hoffentlich auch. Achso, man sollte die Kopfhörer vielleicht auch aufsetzen. Würde ein bisschen Sinn machen. Und dann schauen wir mal, wie diese Death Metal EP aus Berlin ist. So. Geil. Okay, ich fange mal an vorzulesen. EP-Konzept. Unsere EP namens Irreversible. Only Depravity Remains ist ein Konzept und erzählt eine Geschichte. Allerdings wird sie wie der Film Irreversible, ich kann diese nicht aussprechen, von Caspar Noah rückwärts erzählt. Mit anderen Worten, der erste Song Chapter 3, den wir gerade hören, Slow Death, ist das Ende der Geschichte und der letzte Song Chapter 1, Schizophrenic, ist der Anfang bzw. das Ergebnis, das zum Handlungsverlauf führt. Das Artwork, das oben bei 12 Uhr beginnt, muss mich ja. Der Sound ist geil. Das Artwork, das oben bei 12 Uhr beginnt, läuft im Uhrzeigersinn und rückwärts ab und spiegelt die einzelnen Kapitel der EP wieder. Auch das auf der CD abgedruckte Artwork spiegelt in jedem der drei Gesichter ein Kapitel der EP wieder. Diese Gesichter sind auch im Booklet mit den Songtexten zu finden. Dort ist das jeweilige Gesicht passend zum Songtext, zu dem es gehört, zu sehen. Die farbliche Gestaltung der einzelnen Gesichter. Der Artworks. Achso. Der einzige Gesichter der Artworks wird auf der anderen weiteren Artwork-Teile für die CD und Booklet übertragen. So sieht man immer genau, welches Gesicht zu welchem Song gehört. Die Adaption des Titels an den Film überbrückt das Rückwärtsspielen der EP, genau wie der gleichnamige Film. Außer dass der Film in französischen Schreibweise betitelt ist. Aber die Geschichte der EP hat nichts mit der Geschichte im Film zu tun und steht für sich selbst. Gleich ist nur beispielsweise die Tatsache, dass die dort gezeigten Ereignisse irreversibel sind und alles negativ immer verändern. Chapter 3, also der aktuelle Song Slow Death. Dazu gehören die blauen Gesichter. Die blauen Gesichter, sieht man das? Die blauen Gesichter der Artwork-Teile. In diesem Song ist das Zombie-Virus bereits aus dem Labor ausgebrochen und überrollt die Menschheit. Das Lied erzählt die Geschichte eines Zombie-Angriffs auf einen Menschen. Die musikalische Ausrichtung soll sowohl Panik, Schmerz, Resignation als auch Transformation darstellen. Okay. Mein Gott! Hier Text, was ich unterkriegen musste. Aber der Sound ist geil. Oh, hier wird die Gitarre geschreddert. Ich
Das ist genau so die Art von Death Metal, die ich absolut feiere. Wir hatten ja jetzt auch Dausus aus Holland, fand ich auch mega gut. War mir ein Ticken zu schnell, also minimal zu schnell. Aber das ist so die richtig... Ja, ich verstehe mich mit dem Eve auch super. Ganz liebe Grüße gehen auch hier nochmal raus. Geil. So. Ich finde es schön, hier wird mir angezeigt, dass die CD erkannt wurde. Und das ist irgendwas... Finish it. Ist ja geil. Geil. Genau, jetzt kommen wir zu Chapter 2, Infected. Den Song hatten wir meines Erachtens bereits, aber ich werde euch jetzt noch einen Einblick geben, worum es sich in diesem zweiten Thema handelt. Ich werde euch das Ganze natürlich auch gleich wieder schön zeigen. Jetzt geht es natürlich um das rote oder orange. Oh, geil. So, dann versuche ich euch das Ganze mal vorzulesen. In diesem Song dringt der Zombie-Virus erster Hashtag, erster Zombie aus dem geheimen Keller-Labor des Professors in den offiziellen Laborbereich ein. Dort wissen die anderen Professoren nichts von den Experimenten im Keller und werden von dem Zombie überrascht. Wir haben uns für diesen Fretless Bass und einen trägen Start entschieden, um den schlürfenden Gang von Zombies akustisch darzustellen. Das Lied wird dann schneller, als das Personal in Panik gerät und die ersten anderen infiziert werden. Die rötlichen Gesichter entsprechen diesem Lied in den Artworks. Ja, wenn man es weiß, ne, ist das schon ziemlich cool. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal schnell. Ja, wenn man sowas weiß, ist es natürlich cool. Ne? Da kann man sich das Ganze auch bildlich vorstellen und hat auch gleich einen Bezug dazu, finde ich. Also ich finde das gut. Ich mochte den Song ja letztes Mal auch schon. Ich glaube, dass es Infected war. Ich kann ja nebenbei nochmal schnell gucken, während der Song hier läuft. Ah, jetzt wird schon ein bisschen die Vollen hier. So lange kann der ja nicht her sein. Infected hatten wir, genau. Ja, ich fand den Song damals schon ziemlich cool. Ich mag auch das Art. Oh, sowas ist geil. Sowas ist geil. Ja, ich muss mir Eve mal so einen schönen Shout oder Growl reinballern, dass ich das für ein Intro nehmen kann. Hier nochmal die wunderschöne EP. Ich mag auch die Zeichnung. Ich finde so handgezeichnet, das sieht generell irgendwie immer geil aus. Hat immer irgendwas Besonderes. Hier auch nochmal die Mitglieder. Sehr geil. Das Ganze, wie gesagt, bei Teufelzeugs Records erschienen. Gib mir mal ein scharfes Bild, bitte. Hallo. Naja, nehmen wir das. Ihr könnt euch auch noch was zum Artwork erzählen. Logo-Artwork, aber das machen wir gleich ganz entspannt. War doch nicht? Na gut, kommen wir zum Logo-Artwork. Ich lese euch das jetzt nochmal vor. Zur besseren Wiedererkennung wollten wir ein Logo-Artwork haben, das sofort ins Auge fällt und sich einprägt, wie zum Beispiel das S-Artwork von Suffocation. Da es in der ersten Phase von Defective keine wieder wirkliche Veröffentlichung gab, sehen wir den eigentlichen Start der Band erst jetzt mit der, oh geil, Alter, mit der Neuverfilmung und der Veröffentlichung des drei Songs der EP. Dementsprechend beginnt Defective nun mit der Nummer 3 und diese soll im Logo-Artwork verankert werden. So entstand das Dreieck mit den drei aufgespießten Totenköpfen. Die drei Ecken und die Totenköpfe stehen für die drei Songs der Debüt-EP. Na, cool gemacht. Darunter sieht man das D aus dem Logo-Schriftzug Defective. Dieser Artwork-Logo wird zukünftig auch weiterhin für die Band verwendet und weist auf den Start über die EP hin. Alle Artworks stammen von Max Winkler. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt ein Bild von ihm? Genau, ja, das meint er. Finde ich auch sehr cool. Finde ich auch sehr cool. Jetzt kommen wir zum dritten Song. Da unten seht ihr auch das D, ne? Da. Finde ich cool. Finde ich cool gemacht. So, kommen wir zum ersten Song vom Album. Ist ja das offizielle Kapitel 1. Schizophrenik. Und hier. Boah,
diese Müdigkeit manchmal. Nichts gegen den Song. EP oder sonst irgendwas, die ist geil bis jetzt. Hier beginnt die ganze Geschichte. Ein Professor versucht in einem geheimen Kellerlabor unter dem eigentlichen Labor ein Heilmittel für seine todkranke Frau zu entwickeln. Ja, es fängt irgendwie immer mit sowas an, ne? Arbeit, Schlafmangel und der schmerzliche Gedanke, seine Frau zu verlieren, wenn er kein Heilmittel findet. Ups. Entschuldigung. Weil er kein Heilmittel findet, führen zu Schizophrenie. Die daraus resultierten weiter Persönlichkeiten des Professors übernehmen langsam die Kontrolle und ändern den Plan von der Suche nach einem Heilmittel zur Suche nach einem Heilmittel, das die Toten wieder zum Leben erweckt. So, und so beginnt sich alles dramatisch zu wenden. Für diesen Song konnten wir Even Daniele von der Oldschool Brutal Death One-Man-Formation Dead and Ripping aus New Jersey als Gastsänger gewinnen. Alter Schwede. Copsworth übernimmt in diesem Song die Persönlichkeit des Professors und Even die schizophrenen Wechsel. Um das Chaos und das Echo der Stimmen im Kopf des Professors besser darzustellen, verdoppelte Corpse Ripper zusätzlich Evens Parts in einem höheren Tonlage. Was in Kombination mit dem Songstruktur ein schizophrenes Hören hin und her der Gedankengänge im Kopf des Professors erzeugen sollte. Geil! Der Song ist ein Hommage an den Film The Reanimator, was optisch auch in den dazugehörigen Artwork Teil umgesetzt wurde. So, jetzt habt ihr mal so einen Einblick über das Konzept. Ich finde es sehr cool, dass mir Eve das geschrieben hat, dass ich das auch wiedergeben konnte. Ich hoffe, man konnte das Ganze irgendwie verstehen. Es ist ganz schön schwer, wenn man so einen geilen Sound hat, so einen geilen Death Metal Sound, um das Ganze dann vorzulesen. Deswegen habe ich hier ein Ohr teilweise freigelassen. Aber ich mag sowas. Ich liebe so eine Konzept-Artworks. Und ich finde es gut, wenn die Bands dann auch sagen, dass sie sich freuen würden, wenn sie es auch so wiedergeben, damit man auch einfach, damit es sich untergeht. Man hat sich so viel Mühe gegeben. Alter, ich kann gar nicht reden. Das ist ja geil. Ja, man hat sich so viel Mühe gegeben. Man möchte natürlich auch, dass dieses Konzept dann so ein bisschen gewürdigt wird. Und das finde ich sehr cool an Eve, dass er das gemacht hat. Ich generell würde mich auch freuen, den Eve mal zu treffen. Der wohnt ja auch in Berlin, zwar am anderen Ende von Berlin. Aber wir kriegen das bestimmt mal hin. Ich habe ja gesagt, er kann auch gerne mal auf der Couch Platz nehmen. Und dann quatschen wir da einfach ein bisschen und nehmen das Ganze vielleicht auch auf, wenn er möchte. Dann müssen wir halt nur gucken, wie wir das zeitlich alles hinkriegen. Aber Defective, geiler, geiler Sound. Alter Schwede. Ich setze jetzt nochmal richtig auf und genieße jetzt so die letzten 40 Sekunden. Ach so. Mensch. Das grüne Gesicht. Geil. Richtig geile EP. Geil. Ja, das waren Defective mit ihrer hammergeilen Konzept-EP. Irre, schlag mich tot. Ich spreche das Wort jetzt nicht nochmal aus. Ich hab's nicht mit dem Englisch. Mein Englisch ist so grottenhaft schlecht. Egal. Ich find's auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es ist ein geiles Konzept, gerade wenn man generell so auf Zombie steht, was ich ja total mag. Und Death Metal. Ach, das ist schon ziemlich cool. Wenn Eve... Entschuldigung. Wenn Eve oder Defective generell an einem Album arbeiten, vielleicht kann ich mich dann auch nochmal mit dem Eve treffen und vielleicht kann der uns einen kleinen Einblick geben, wenn sie eine Albumplanung haben, worum es dann gehen wird, ob es da eventuell auch ein Konzept hinter gibt oder ob es einfach pures Geknüppel wird. Der Sound von Defective ist auf jeden Fall mega, mega geil. Ich persönlich finde den wirklich hammergeil. Hier hoffentlich auch. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo oder einen Daumen nach oben. Ihr findet die Band Defective, Teufelzeugs Records, das Label, alles in der Videobeschreibung. Checkt es gerne aus. Kauft euch diese wahnsinnig geile EP. Der Sound ist der Hammer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.